darf sie auch keine Fehler machen. Also sonst haben wir ruckzuck was im Motor und dann sieht es nicht mehr gut aus. So, 90 Grad. Nein. Willkommen bei den Kfz-Tutzis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss ja mein Auto hier fertig machen, weil ich jetzt die Tage in den Urlaub fahre. Natürlich kommt mein Auto zum Schluss. Audi. Der verliert zurzeit sehr, sehr viel Öl, aber richtig viel Öl. Also ich bin letztens gefahren. Ich habe Ölstand kontrolliert, war auf Maximum. Dann bin ich 10 Kilometer gefahren und dann stand auf einmal 1 Liter Nachfüll. Ich wollte PDC ausmachen, mach Klima an. Ja, guten Morgen. Warum fahre ich denn eigentlich raus? Was ist denn heute los mit mir hier? Nur einmal Soundcheck, Leute. Die Soundsysteme hier verbaut habe, regen sich so viele auf, das ist unmöglich. So, wir haben den 3 Liter hier vermaut. Nicht den BTDI, das ist der mit 245 PS. Schön verbaut alles. Hier sieht man die ganzen Spuren, wo er Öl verloren hat. Auch hier auf dem Querlenker war auch Öl. Das gibt's nicht. Hier, achtet mal, ist alles Öl. Eine Vermutung, wir glauben ja, dass die Ventildeckeldichtung, kann ich euch mal zeigen. Wir haben ja hier Dichtungen und diese Dichtungen glaube ich, dass die kaputt sind. Und dadurch halt das ganze Öl rausschmeißt. Ich hoffe mal, ansonsten haben wir ein Riesenproblem, wenn er da nicht verlieren sollte. Oh yes, da. Ja, das ist ja der Krümmer, der zum Turbolader geht. Richtig ölig auch da unten. Und hier ist es genauso schlimm. Wir hatten ja schon mal Probleme gehabt mit den Düsen, weil die Düsen undicht waren. Da haben wir die Düsen abgebaut, neu abgedichtet, alles sauber gemacht, wieder eingebaut. Und danach war alles in Ordnung, kein Ölverlust, gar nichts. Aber nach der Zeit, wo ich dann mal 1000 Kilometer damit gefahren bin, hat er angefangen, Öl zu verlieren. Das ist auch nichts Wildes. Boah, guck mal. Guck dir diesen Ölverlust an. Leute, was geht ab? Wow. Ach, du Heilige, hier genauso. Luftfilterkasten muss ab, Ansaugung muss ab, Wasserbehälter müssen wir abmachen, die ganzen Kabel, wenn wir die abbauen, ob wir so, ich sag mal, optisch schon was sehen. Und was mich natürlich interessiert, wenn die Einspritzdüsen undicht werden, dass er hier nochmal diesen Ventildeckeldichtung aufsprengen kann oder kaputt machen kann. Und hier seht ihr auch, hier haben wir auch Dichtung. Und wenn du hier runter guckst, richtig schön. Ja, da drunter hier, noch. Hier siehst du das auch schon. Wieder hier drinne Öl ist. Alle Düsen müssen ab. Gucken wir mal, ob wir den Nockenwellensensor auch bei den neuen haben. Da ist der Nockenwellensensor, der da reinkommt. Also der hier ist für die Seite. Der kommt nach hinten. Da an der Seite haben wir was. Da. Das sieht gut aus. Hier ist das Problem, Ivo. Von hier aus hat er verloren. Siehst du das? Guck mal die Löcher an. Wie verbreitert die sind. Die sehe ich doch jetzt schon. Mit bloßen Augen. Und von hier aus haben wir die ganze Zeit Öl verloren. Man kann das erneuern. Sagt er, wenn die Standheizung nicht wäre, Ivo, dann ist das so leicht eigentlich. Aber die Standheizung ist extrem. Dann lass uns doch mal direkt mal schauen. Guck dir diese Löcher an und guck dir diese Löcher an. Wir haben zwar 400.000, aber guck mal, wie gut der immer noch ist. Wow! Guck dir
die Nockenwellen, oh ne, die sind ja wie neu. Super, kein Spiel. Vorne die Zähne hier, alles super. Bei 400.000 hast du nicht vergessen. Hier siehst du richtig die Spuren. Hier raus, ne, bei höherem Druck hast du das gehabt. Da sind die hier schön, alles schön rausgekommen. Und natürlich die Dichtung, muss man sagen, das ist, glaube ich, die erste Ventildeckeldichtung noch. Die ist ja fast platt gedrückt, ne? Das heißt, vom Ventildeckeldichtung hat er auch nochmal verloren. Weil wie sieht das, wenn es neu ist, aus? Siehst du das? Wie hoch der ist? Ja. Ne? Auch wenn er jetzt reingedrückt wird. Da sind ja Welten dazwischen. Hier siehst du das zum Beispiel. Hier ist der extrem platt gedrückt. Hier guckt er noch raus. Ja. Die werden ja auch nach der Zeit breit, ne? Guck. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Ventildeckeldichtung macht, habt ihr die Schrauben nicht dabei. Weil in diesen Schrauben sind auch nochmal Dichtungen drin. Holen wir mal eins raus und guck, dann wirst du selber sofort sehen, was Sache ist. Siehst du, wie platt die gedrückt sind? Das hier dichtet das Ganze ja nochmal ab, der drückt das noch runter. Und wenn du das dann nicht erneuerst, dann wird dir wieder was verlieren. Deswegen habe ich mich entschieden, alles zu holen. Und wir sind auf der sicheren Schiene. Dann bauen wir das Ganze mal um, ne? Dann haben wir die Seite schon mal fertig. Aber ich glaube, die andere Seite wird auch noch mal schlimm. Auf der linken Seite haben wir Standheizung verbaut. Auf der rechten Seite haben wir die Klimaanlage. Jetzt müssen wir nur noch das hier einbauen. Also Turbolader habe ich angeschaut. Ne? Turbolader ist warm. Kein Spiel, gar nichts innen. Die Turbine sieht noch sehr, sehr gut aus. Dann haben wir noch eine Halterung davor. Das ist... Ja, das habe ich mir gedacht. Also normalerweise müssten wir die Ansaugbekommen. Ah! Manchmal beim Schrauben ist das so, ach, ist beide hinten. Manchmal brauchst du eine Stunde für eine Schraube. So, probieren wir mal Trick 17. Und bam, komm rein. Natürlich gucken, ob Dichtungen und so drauf sind. Boah, das fühlt sich schön an. Wie weit seid ihr? Letzte Schraube, dann müssten wir eigentlich die Seite auch abmachen können. Mhm. Ja, und dann sauber machen, wieder alles zusammenbauen. Also, oh, hier hat er sehr schön Öl verloren, ne? Zeig mal. Hier, da siehst du das sehr, sehr schön. Alles hier runter. Guck dir das an, wie er hier schön Öl verloren hat. Mhm. Also, Ventildeckeldichtung war erstmal undicht. Boah, Alter. Das Ding ist aber richtig schön, ne? Guck dir das an. Richtige Ablagerung da. Ja, nur aufpassen, dass wir da nichts reinkommen. Ja. So, hier einmal komplett. Und Dichtung war auch nicht gut. Hat er erstmal hier verloren und dann plus, ja, jetzt fallen die runter. Plus die ganzen Dichtungen hier. Die sind auch nicht mehr, ne? Guck mal, der passt hier locker durch. Ja, siehst du das? Das ist auch alles abgegangen hier. Man sieht ja das Blanke da sogar, ne? Ja. Guck mal hier an. Ja, da oben ist ja noch was dran. Ja. Aber trotzdem sind die generell alle. Und wenn du den neuen jetzt hast, guck mal hier. Sag mal. Da passt nicht mal rein. Ja, guck mal, so eng ist das da noch, ne? Alles. Ja. Oh, schön. So, jetzt machen wir sauber. Also die Seite war echt schlimm. Klimagas haben wir rausgeholt und haben gesehen, wir haben nur 330 Gramm drin gehabt. Alter, das ist ja viel zu wenig. Was kriegt der denn? 570 Gramm kriegt der. Nur so wenig? Ich hätte jetzt ein bisschen mehr gedacht. Mhm. Also bist du zufrieden? Sonst sieht das da alles so weit gut aus. 400.000 sieht super aus. Gut. Jetzt müssen wir den hier irgendwie da reinfuchsen. Bin mir mal gespannt. Wichtig ist einmal Kontrolle. Ob alles sitzt, Dichtungen dran. Genau, das kann auch passieren beim Reinstecken, dass die Dichtung hier rauskommt. Die Schrauben sind schon neu drin, ne? Die Schrauben sind neu drin, die musst du auch neu machen, Alter. Ah ja. Ganz, ganz wichtig, weil sonst wird der undicht. Hat es jetzt sehr lange gedauert oder ging das? Das ging. Für zwei Ventildeckel braucht man schon einiges aus. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Aus und wieder ein. Ja. Nicht mal eben so gemacht, ne? Und da hast du ja auch keine Fehler machen. Na klar. Weil sonst haben wir ruckzuck was im Motor und dann sieht es nicht mehr gut aus. Oder eine neue Undichtigkeit. Undichtigkeit, dann hast du Motorschaden, Alter.
Ui. Dann hast du jede Menge Zeit, die Undichtigkeit zu reparieren. Aber dann nimmst du den Motor runter. Die bekommen 6 Newton und einmal 90 Grad. Einmal oder zweimal? Einmal. Einmal? Und dann machen wir gleich schön Motor sauber. Muss ich noch 200 Kilometer drauf? 100? Ja, 100 hin. Ja, 200, 250 würde ich sagen. 250 Kilometer. Und dann werde ich ja eh sehen, ob man Öl verbraucht oder nicht, weil davor habe ich ja extremst verloren. Meinst du, der hat jetzt so verloren, irgendwie so viel, dass wir jetzt was nachfüllen müssen, auf jeden Fall, oder? Ja, ich bin ja nach Hagen gefahren, das sind so 10, 15 Kilometer, da muss ich 1 Liter nachfüllen. Oh. Ja. Also er verliert dann schon ordentlich? Ja, ja. Oder hat verloren, besser gesagt. 1 Liter nachgefüllt, hier wieder hin zurückgefahren und dann hat er wieder gesagt, 1 Liter nachgefüllt. Oh. Sagt er dir auch, wie viel Liter du machen musst, oder wie? Ja, ja, 1 Liter sagt er. Echt jetzt? Mhm. Also er sagt immer 1 Liter, füll mal was nach. So, 90 Grad. Nein. Was war das denn? Nein. Nein. Ja, wie ihr es gesehen habt, ist die eine Schraube kaputt gegangen. Ja, da müssen wir jetzt mal überlegen, was wir da machen können. Auf der linken Bank hat man sowieso schon Probleme gehabt, dass die Düse sehr, sehr schwer rausgekommen ist. Und ja, ich schätze mal, ja, 400.000, da merkt man das, ne? Wenn die Düse halt ein-, zweimal rauskommt. Ja, dann geht halt so ein Gewinde kaputt. Da können wir jetzt nichts mehr machen. Wir können jetzt auch nicht zusammenbauen. Jetzt wieder alles auseinanderbauen, weil wir waren doch schon fertig. Das ist jetzt ärgerlich, aber was willst du machen? Was sollen wir machen, wenn wir schon irgendwie dicht kriegen? Einen Tag drüber geschlafen und es sieht nicht besser aus. Unser Gewinde, der kaputt ist, der unser Injektor hält, ist leider kaputt. Ne? Dass man es sehen kann, aber auf jeden Fall ist es schön. Ohne Gewinde sozusagen. Ja. Ja. Es sieht so aus, als würde es so durchgebohrt, weißt du? Wahnsinn. Und jetzt müssen wir das Ganze reparieren. Was macht man da? Normalerweise sollte man das ausbauen und dann versucht man einen sogenannten Helicoil einzubauen. Wir brauchen hier einen 6er. So wird das Ganze aussehen. Und wir werden so einen Einsatz hier einbauen. In den 30er Jahren hat man das Problem gehabt, Aluguss, was auch immer, dass die Schrauben immer weggebrochen sind oder halt durchgedreht sind. Und dann hat man sowas erfunden. Ist ja eigentlich ein Drahtgewindesatz, ne? Oder so nennt man das so? Ich weiß gar nicht. Aber in den USA haben die das erfunden. Genau, in den USA. Darum auch Helicoil. Schritt 1, wir werden das Ganze erstmal bohren. So sieht das Ganze aus, so ein Satz. Den kann man schon nur fast reinstecken, ey. Echt jetzt? Lass mal ein bisschen Fett reinmachen, damit wir so gut wie keine Späne haben am besten. Alles, hast du gesehen? Boah, da sind schon Stücke rausgekommen. Jetzt Gewinde rein. Jede Menge Fett benutzen, weil da können auch sehr viele Späne rauskommen. So, weil wir hier keinen Platz haben, müssen wir uns jetzt was zurechtbasteln. Nehmen wir einfach ein langes, für die kleine Knarre eine Verlängerung. Und dann dahinter, Achter. Weil jetzt können wir den von hinten dran machen und können den gleichzeitig auch drehen. Das ist jetzt auch die einzige Lösung wahrscheinlich, oder? Bevor man den Kopf abmacht, meine ich jetzt. So ist es. So. Das sind die ganzen Späne.
Darum auch mit Fett am besten. Weil das kann alles in den Motorraum reinfallen. Sind dadurch natürlich Motorschaden. Ne? Aber natürlich sollst du keine Späne drin haben. Warum sollst du Späne? Ja klar, nee, aber kann ja, das meine ich. Das kann. Super, jetzt ist er schön sauber. Wird das Ganze jetzt reingedreht. Aber mit Loctite? Mit Loctite, so ist es. Und das Ding ist zu. Oh. Jetzt müssen wir den so reinschauen. Das war's. Jetzt machen wir das sauber. Bis jetzt wie neu, ne? Wenn du jetzt so guckst und auf die andere Seite schaust. Na klar, das sieht schon super. Wir winden jetzt wieder drauf. Sind wir eigentlich soweit fertig und können eigentlich jetzt erstmal Pause machen? Muss mal warten, bis das trocknet wahrscheinlich. Genau. Sollen wir nur die anderen Seiten mal anschauen? Nicht, dass wir. Das andere Gewinde von ja, den anderen. Die anderen. Aber die anderen sehen richtig gut aus. Ich habe da echt keinen. Dass die jetzt auch kaputt gehen und dass wir jetzt nochmal die ganze Arbeit machen müssen. Das nee. Wäre nicht schön, der aber sieht, wenn du das siehst, nee. Dann... Die sehen einfach gut aus. Jetzt muss nur noch die Schraube reinpassen. Wie lange braucht denn dieses Loctite-Zeug zum Trocknen? Jetzt wäre es das ganz Normalste auf der Welt. Wow. Passt perfekt, Alter. Sehr schön. Wir trinken jetzt einen Kaffee. Bauen das Ganze zusammen und dann schauen wir mal, ob das so geht oder nicht. Und dann schauen wir natürlich, ob wir... Ach, die Schicht muss ich noch sauber machen, Alter. Jetzt Ventildeckeldichtung bauen wir ein. So, Alter, wir sind soweit. Ich habe die Ventildeckeldichtung eingebaut, habe mir sogar viel Zeit gelassen. Und jetzt können wir die ersten 6 Newton erstmal drauf geben. Oh mein Gott. Eingestellt auf 6 Newton, ganz wichtig. So, fangen wir mal bei dem letzten an. Oh mein Gott, Alter. Das magst du auch nicht, ne? Diese Newton und... Ne, jetzt nicht mehr. So. 6 Newton. Und jetzt hier unser Problemfall. Komm, sag mal. Oh, die ersten 6 Newton habe ich gemacht. Bei allen. Aber jetzt kommt der schlimmste Teil. 90 Grad. Oh mein Gott, ich hasse das. Kannst du was nicht machen, mein Hirsch? Soll ich? Aber ich mache jetzt bestimmt alles kaputt. Lass mal lieber, dann bringst du mich um. War ich zu schnell oder so? Guck mal hier. Wir sind genau 90. Komm, Baby, komm. Alter, Vorsicht. 90 Grad. Das war der dritte. Komm, 90 Grad. 90 Grad. Okay. Jetzt bist du dran, Baby. 90 Grad. Komm, hältst du aus oder nicht? Yeah! Yeah, yeah! Geschafft! Geil! Es fühlt sich alles gut an! Und es ist super. Also, wenn wir das vergessen haben, werden wir das gleich wieso sehen. Werden wir merken, meinst du, ja. Hm? Jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt läuft. Willst du starten oder soll ich rein? Nee, du startest. Schlüssel steckt. Also, wenn ich da reinkomme. Das Geile ist, die haben das Ganze gemacht wegen Ölverlust. Und alles ist geendet mit Gewindeschleifen ja. Und neu einsetzen. Mann, freue ich mich jetzt mit denen eine Runde zu drehen. Ich bin gespannt. Leute, weißt du? Schön. Sehr schön. Hier ist gar nichts. Wenn wir das jetzt so beim Kunden hätten, hätte ich auch den Kunden erstmal gesagt, lass uns das erstmal versuchen. Ja. Das ist die günstigste Variante. Die teure Variante geht immer. Das stimmt. Wow, wie der echt abgeht.
So, Minicoil werde ich unten auf jeden Fall einmal verlinken. War heute ein langer Tag, ne? Ja. Ehrlich. Wir haben. Guck mal, damit ihr auch mal seht, bis wie viel Uhr wir immer arbeiten, Leute. Guck mal. Ne? Mhm. Wir sind einfach mal über 14, 15 Stunden sind wir schon mal. Wahnsinn. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked und wenn ihr abonniert habt, könnt ihr gerne abonnieren. So, danke schön fürs Zuschauen.